Willkommen zum DAX-Check, liebe Zuschauer. An meiner Seite Maximilian Völkel. Hallo. Hallo, Michael. Heute könnte ein historischer Tag sein, im negativen Sinne. Wir sehen jetzt keine Verluste mehr, Korrektur, es ist ein Crash. Also das kann man leider nicht anders sagen. Wir sehen auch gleich die DAX-Tafel in Frankfurt. Also wir sind jetzt gleich mal aus dem Stand über 7% im Minus in den Tag gestartet. Jetzt sind es knapp 7 mittlerweile, aber das ist schon echt ein deutlicher Absturz. Natürlich Corona, aber jetzt kam auch noch der Ölpreis dazu, oder? Genau, die Panik um Corona hält eben an und dazu jetzt eben, dass sich der Ölpreis um über 20% verbilligt hat. Die Förderländer konnten sich nicht auf eine Kürzung einigen, vielmehr droht jetzt eine Ausweitung durch Saudi-Arabien. Das trifft die Wirtschaft weiter, Ölpreis crasht, nimmt den DAX eben mit auf eine weitere Talfahrt und wie du schon sagst, noch einmal 7%, nachdem es ja bereits in den vergangenen zwei Wochen deutlich nach unten ging. Jetzt lässt sich schon von einem Crash auf jeden Fall sprechen. Und wie gesagt, aktuell aber auch sehr schwierig, eben die weitere Entwicklung fortzusetzen. Ja, definitiv. Es waren schon 2000 Punkte ohne diese 800, die wir jetzt heute oder im Moment zumindest noch sehen. Vielleicht erholt sich es ja noch. Wir wissen es nicht. Indikationen für den Dow sind auch tiefrot im Moment zumindest. Der Nikkei ist unter 20.000 Punkte gefallen. Also da gibt es keine positiven Impulse von keiner Seite. Wir gucken uns mal die Charts an. Wo könnte es jetzt hingehen? Okay, ich kann es auch schon mal gleich weiterschalten auf den Zweijahreschart. Vielleicht kann man da besser gucken, wo die Reise hingehen könnte für den DAX. Genau, man sieht es auf Jahressicht eigentlich jetzt keine Unterstützungen mehr hier im Zweijahreschart. Das alte Tief eben aus 2019 auf Schlusskursbasis knapp unter 10.400, im absoluten Tief bei 10.279 Punkten. Das wären jetzt aus charttechnischer Sicht die nächsten Unterstützungslinien, die es noch gibt. Allerdings, wie gesagt, wenn wir sehen, heute an einem Tag aus dem Stand über 7% Minus, da helfen dann auch Chartmarken kaum noch. Das ist dann einfach Panik. Da wird dann auf breiter Front ausverkauft. Da wird auch bei den Einzelwerten nicht mehr unbedingt darauf geschaut, wer jetzt besonders stark betroffen ist von Corona, vom Ölpreis. Sondern es wird einfach auf breiter Sicht ausverkauft. Und wie gesagt, wir sind inzwischen deutlich unter der 200-Tage-Linie, haben jetzt innerhalb von, ja, zwei Wochen 3000 Punkte verloren. Das ist einfach ein Crash, der jetzt auch nicht mehr rational begründet ist. Das stimmt, du sagst, das alles wird verkauft. Da sind wir noch im Dreijahreschart. Also das ist wirklich das Tief auf Dreijahressicht, wo wir nicht mehr allzu weit entfernt sind, das wir hier Ende 2018, Anfang 2019 gesehen haben. Genau. Und dadurch, dass eben nach wie vor nicht absehbar ist, wie die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft sind, bleibt es wahrscheinlich diese Unsicherheit, die verunsichert die Anleger eben, doppelt gesagt. Ja. Und keiner weiß jetzt, wann Besserung eintritt, welche Branchen besonders stark getroffen sind, wie es sich auf die Zahlen auswirkt. Deswegen aktuell ganz schwer, Handlungsempfehlungen zu geben. Anleger sollten jetzt einfach genau beobachten, wann sich die Panik legt, wann es wieder Beruhigung gibt und wann es dann eben eventuell dann auch Zeit wieder für einen Einstieg ist. Genau, wir werden es natürlich weiter für Sie, mit Ihnen, wie auch immer, begleiten, uns anschauen. Im Moment sind es 7,2%. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns auf diesem tiefen Niveau halten werden oder ob es dann doch wieder ein bisschen zumindest ein bisschen weniger oder deutlicher das Minus ausfällt, wenn wir dann im Laufe des Tages sehen. Einfach morgen nochmal auf die DAX-Tafel blicken, auf den Kurs der Aktionär.de und auch wir halten natürlich Sie gerne auf dem Laufenden. Das war es erstmal genau. Für den Moment. Viel mehr können wir auch nicht tun, als das Ganze zu beobachten. Dankeschön, Max. Danke auch. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen um 9:30 Uhr zum DAX-Check wieder. Bis dahin.